Ich lass einfach irgendwelche Leute explodieren. Das ist, soweit ich weiß, nicht legal. Ja, ich fühle mich so ein bisschen unsicher gerade, weil ich habe hier so einen Pager an meiner Brust klemmen. Oder ist das was anderes? Ich habe hier so ein professionelles Werkzeug, glaube ich. Es ist sehr klein zum Glück, da passt nicht viel Sprengstoff rein, da kann nicht viel passieren. Aber es ist halt direkt auf meinem Herzen. Aber es nimmt halt auch auf, das heißt, je mehr Aufnahmetechnik drin ist, desto weniger Platz für Bomben. Ach so, und das Gute ist ja, das finde ich auch beim Skaten immer, wenn man sich schon verletzt, ist es wenigstens aufgenommen. Und hier, wenn das jetzt explodiert, haben wir wenigstens Footage, wenn auch nur Audio. Ja, das Doofe ist aber, wenn beide Mikros gleichzeitig explodieren, haben wir es vielleicht nicht. Ach wenn so. Der Empfänger auch explodiert. Mist. Das ist ja blöd. Soll ich noch eine Kamera ans andere Ende vom Raum stellen, damit man das auch sieht, wenn auf unserer Herzhöhe die Pager explodieren? Nee, geht. Ja, die Leute sollen ja auch noch ein bisschen Rätsel raten, warum Tino so komisch spricht. Tino hat einen Pager an seinen Mund gehalten. Er hat da drauf gebissen. Tino hat diese Videos gesehen, wie Leute so eine 360-Grad-Kamera in den Mund stecken und lustig aussehen. Und er dachte, elektrisches Gerät im Mund, immer gute Idee. Und dann war das halt ein Pager. Mhm. Deswegen, nee, warte, ich bin Tino, ne? Ich rede jetzt in der dritten Person. Ich bin Tino und ich habe keinen Unterkiefer mehr, deswegen rede ich jetzt so. Ja, das ist sehr schade. Bist du zufällig irgendwie Terrorist aus irgendeinem Staat da unten? Aus IAA in Irland. Okay. Ich bin Nordterrorist. Ja, perfekt. RAF, dachte ich. Also wenn du Donald Tino Trump fragst, dann ist Tino, glaube ich, auch ein Terrorist. Ja. Weil das auf dem CSD gewesen war. Also Tino bist ja du, aber vielleicht auch nicht ich ganz... Ich bin Tino, ich möchte Transoperationen an illegalen Aliens im Gefängnis durchführen. Das ich ist will ja die auch, Hunde essen. Das ist ja auch echt absurd, ne? Das, also aus deren Sicht, who cares, wenn die bösen Immigranten eine Transoperation genau bekommen. Das gleiche habe ich auch gedacht. Also es gibt so viele Amis, wenn du denen sagst, dieser Typ hier ist ein Verbrecher, der kommt in den Knast, da gibt es wahrscheinlich besonders bei Sexualstraftaten super viele, die sagen, ja, Schwanz ab, meine Meinung. Und dann kommt Kamala und sagt, ja, okay, dann Schwanz ab. Und die sagen, ja, ist aber nicht. Nee, nicht der. Die dürfen Schwanz ab, aber danach kein Kleid anziehen. Das, ja, das geht ist, zu weit. Das ist eine Lösung. Ja. Ja, in jedem Fall sind wir hier gerade in leichter, anderer, nein, nicht Besetzung. Also du hast ja nur einen Kiefer verloren und deswegen redest du komisch, Tino. Du machst schon am Ende so eine AI auf meine Stimme, dass ich wirklich wie Tino klinge, oder? Weiß ich nicht. Da muss ich aber ein bisschen auf seine Wortwahl nehmen. Also ich höre gerne Falco. Ja, lass mal kurz über der AfD reden. Und ah ja, die AfD, also die Nazis alle. Bernd Nazi Vince McMahon ist, also ich gucke schon echt gern Wrestling, aber das ist schon auch eine perverse Sau. Also ich finde schon auch cool, wenn so Finn Balor und The Miz, wenn die gegeneinander kämpfen, hat man auch ein bisschen was zu gucken. Aber wenn Vince McMahon dann irgendwelchen Frauen auf den Kopf kackt, da distanziere ich mich von. Das finde ich nicht so gut. Ja, in diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind zumindest heute mal Brennpunkt Internet in exotischer Variante. Wir sind Impo und Rimpo. Impo und Rimpo, finde ich gut. Und wir fassen die vergangene Woche für euch zusammen und da ist einiges passiert. Ich bin gerade unterwegs und konnte mit Tino nicht aufnehmen, aber es ist so viel passiert, das konnte man sich ja nicht entgehen lassen. Und ich, Tino, rate jetzt mal, warum ich nicht da bin. Ich bin auf einem Konzert in einer anderen Stadt. Teilweise. Ich glaube, heute ist auf jeden Fall irgend so ein Event. Ich hab's leider nicht mehr. Es ist präsent. Entweder was mit Konzert, mit AIDS, mit. Konzert mit AIDS, da werden so Nadeln ins Publikum geworfen. Bei Benefizkonzert für oder gegen AIDS, eins von beiden. Ja. Und vielleicht ist auch. Vielleicht heiratet auch ein Bekannter oder so. Mhm. Das kann ja auch sein, weiß ich nicht. Ja, dann Tino Arschloch, dass du mich nicht eingeladen hast für Hochzeit, aber wir haben ja hier eine. Gute Vertretung. Du hast nämlich hier schon was beigetragen, was mir komplett entgangen wäre, was halt irgendwie eine Riesensache ist. Und zwar Giselle Pellicot als die Dame. Giselle Pellicot. Pellicot. Und die ist sinnstiftend für die Franzosen, denn die sind ja alle so abgefuckt, was Sexualverhalten angeht. Die Franzosen sind richtig pervers. Ja, und das ist auf die Spitze getrieben. Also da war eine ältere Dame, die von ihrem Mann immer unter Drogen gesetzt wurde. Ja. Ja. Ich bin ja nicht ganz so tief im Thema drin. Haha, tief im Am Thema. Am tiefsten im Thema ist meine Freundin, die hat sich da wahnsinnig viel zu angehört und immer gesagt, bah, die sind einfach alle pervers. Ja. Und, Am tiefsten im Thema waren wahrscheinlich die 50 plus Leute, die über diese Frau dann drüber geschlittert sind, während die im Halbkoma lag. Ne? Ja, also irgend so ein französischer Dude hat das gemacht und ich habe mich sehr dabei gewundert, dass
ich glaube, 54 Leute vorgeladen werden. Mhm. Also dieser, für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Die haben in einer Ehe gelebt. Ich glaube, sie sind auch beide 60 plus. Und über die letzten 10 Jahre hat der Typ seiner Frau immer wieder Drogen in den Rotwein gemacht. Und ihr wisst ja, Franzosen, die trinken quasi täglich Rotwein. Ja. Und dann hat er immer gedacht, na, heute mal wieder so ein Schlafmittel in den Rotwein. Und dann hat er irgendwelche anderen Franzosen aus dem Umkreis eingeladen und gesagt, meine Frau ist gerade betäubt bis morgen früh, ihr könnt jetzt ran. Und hat ihr teilweise sogar so Dessous angezogen, saß jedes Mal wohl mit im Raum und hat das gefilmt und das auf eine Seite namens Without Her Knowing hochgeladen. Und jetzt dürfen sich 50 von diesen Männern vor Gericht verantworten, warum sie denn dieses Angebot eingegangen sind. Und ich weiß noch nicht ganz, ob sie schon vor Gericht Zeugnis abgelegt haben und gesagt haben, ja, also ich dachte, die will das betäubt zu Without Her Knowing hochgeladen werden. Vielleicht ist ja alles ein Spiel oder vielleicht hat der vielleicht Mann sie ja auch ausgedacht. Der hat die bestimmt betäubt hingelegt und dann ihre Hand so zu so einem Daumen nach oben verformt. Ja, weißt du? Ja, also, das ist ja quasi Consent. Wir haben dann gesagt, die Frau, die liegt da so betäubt, will die das? Und dann hat er gesagt, Moment mal, guck mal da hinten. Und dann ist er so zu der Frau hingegangen und ist so von hinten ans Kopfkissen. Und wenn der Typ sagt, will die Frau das? Und dann hat er so den Kopf so genickt vielleicht. Und dann dachten die, dann. Ja, so ein Puppenspieler-Ding. Ja, ja, da vielleicht hatte er auch so eine Konstruktion aus irgendwelchen Bändern. Und das war dann, wenn er irgendwo gezogen hat, dann ist über so eine Rolle hinten am Bett, hat so gebumpert, dass sie so den Kopf genickt hat. Vielleicht das. Ja. Jedenfalls, ich habe mich dabei gefragt, also erstmal der Typ ist dadurch aufgeflogen, nicht, dass er das da einmal hochgeladen hat und immer Leute eingeladen hat, sondern dass der in einem Einkaufszentrum wohl heimlich Frauen unter den Rock gefilmt hat. Und dann haben die gesagt, mal gucken, ob der noch mehr Aufnahmen auf seinem Computer hat, wie der Leuten unter den Rock gefilmt hat. Und dann hat man gesagt, ja, also hat halt auch ganz viele Aufnahmen, wie seine Frau betäubt gebumst wird und nicht aussieht, als wüssten sie, was da passiert. Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Dass die da quasi alle mitmachen durften mit der Bedingung, dass sie gefilmt werden. Ja, und der Typ hat jedenfalls vor Gericht wohl, glaube ich, auch noch mal gesagt, er hätte das ja alles nicht gemacht, wenn sie einfach mit ihm in den Swingerclub gegangen wäre. Mhm. Aber er hat gesagt, willst du mit mir swingen gehen? Und sie hat gesagt, ja, nee, ist nicht so meins. Und dann hat er gesagt, gut, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ja. Es ist ihre Schuld. Aber wir müssen das nochmal einordnen. Und er hat gesagt, er will das privatgerichtlich klären und sie hat gesagt, ne, alles in die Öffentlichkeit, ihr tanzt ja alle öffentlich an und da darf auch Jonalia mit dabei sein. Und, also sind dann die Gesichter auch bekannt. Die hat gesagt, ne, so nicht, nachdem ihr das mit mir gemacht habt, ihr kriegt jetzt alle euer Fett weg dafür. Ja. Finde ich eine gute Sache eigentlich, kann man ruhig mal machen. Ja, es war ja irgendwie ursprünglich auch so, dass sie meinte, was, der soll unter den Rock gefilmt haben oder so. Nee, das kann der nicht gewesen sein. Also, dass sie wirklich so komplett blauäugig da war. Der hat wohl allen Leuten vorgespielt, dass sie eine glückliche Ehe führen und dass er ein total lieber Kerl ist. Und die haben schon bei dieser kleinen Sache gesagt, nee, doch nicht mein Mann. Oder nicht mein, also, die Tochter ist auch hat auch davon mitbekommen und auch gesagt, nee, der Papa, der ist ein lieber Kerl, der macht sowas nicht. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, der Papa und der Ehemann, der ist eigentlich eine noch größere Drecksau. Was ich mich halt gefragt habe, ist, wie kriegst du es hin, 74 Leute dazu zu kriegen, dass die deine betäubte Frau bumsen, ohne dass auch nur ein einziger von denen sagt, ey, dieser Typ, der will mir wirklich hier glaubhaft vermitteln, dass der gerade seine Frau betäubt hat und ich dich jetzt bumsen darf und er mich dabei filmen will. Das klingt so unangenehm. Ich rufe, glaube ich, mal die Polizei an und lass die mal gucken. Das ist halt echt das Absurde, ne? Das hat irgendwie keiner gemacht von denen. Die haben das alle durchgezogen und also wenn die das schon gemacht haben, kann ich nachvollziehen, dass die denken, wow, fuck, wenn ich mich selber jetzt verpetze, ne, dann kriege ich auch Strafe. Aber wenn man schon dazu verleitet wird, das mitzumachen, kann man ja schon sagen, ey, das Angebot an sich ist schon so daneben. Ja. Ich sag vielleicht mal wem Bescheid, vielleicht kann man da ja helfen. Das hat irgendwie keiner gemacht. Du meinst ja irgendwie, dass sie auch mehr sich wahrscheinlich online gemeldet haben, aber dass wohl auch aus dem Ort Leute da waren. Und da ist ja für mich die Frage, was machst du für einen Eisbrecher, um zu sagen, ja übrigens, ich habe da so einen kleinen... Ich nehme hier 5 von den lustigen Brötchen, eine Brezel und meine Frau ist betäubt heute Abend, wenn du willst. Ja, genau. Genau das. Ja, aber um das mal einzuordnen, weil es gibt ja noch andere Leute, die irgendwie schlimme Dinge mit ihrer Frau machen. Ist das jetzt schlimmer, das mit der Frau zu machen oder die zu pürieren? Also das mit dem Pürieren klingt natürlich ekliger. Ja. Aber ich würde sagen, ist weniger schlimm, weil das kriegt sie selber ja nicht mit.
Naja, beide Miss haben Österreich ja das nicht mitgekriegt, oder? Also, ja gut, aber Miss Österreich, die wurde erstochen und Miss, Miss Schweiz war das. Miss Schweiz, ach, ja. Bergdeutschland, das ist das Gleiche. Das ist, stimmt. Ich schwitzlich wurde in der Stab mixerlich gesteckt. Steht auch Miss Schweiz Finalistin, das klingt, als wäre es die zweite gewesen. Naja gut. Ja, dann ist ja... Der Platz 2, also, wer interessiert sich für Platz 2? Also, weißt du, wer der zweite Mensch auf dem Mond war oder so? Das interessiert da keinen Menschen, ne? Kristina Joksimowitsch. Von Mann zerstückelt und püriert. Das ist auf Schweizerdeutsch, Christrich nach Maxi Hochwitsch. Genau. Inspirierli. Ja, also da gehört auch schon eine gewisse Dedication dazu, weil das dauert ja wahrscheinlich ewig. Also wer schon mal einfach eine Kürbissuppe gemacht hat, so ein kleiner Kürbis, wie lange das dauert, diese Kürbisbröckchen zu zerkleinern, und die sind ja sogar so weich, die könntest du ja mit der Hand zerquetschen. Ja. Also so ein Mensch ist da doch noch ein bisschen fester, dann muss die ganzen Knochen alle rauspulen. Also der... Der hat ordentlich Zeit gehabt anscheinend und auch sich nicht abstoßen lassen, zwischendurch mal zu sagen, ey, warte mal, es ist irgendwie ganz schön pervers, meine Ex-Freundin einmal durch den Pürierstab zu hauen. Also der wollte wohl, der hat die wohl erstochen und dann gedacht, verdammt, was mache ich mit dem Leichnam? Nicht, dass den einer findet. Und dann hat er gedacht, naja, ich habe ja so einen Pürierstab. Hm. Dann habe ich jetzt wohl das ganze Wochenende was vor. Ja, ähnlich püriert ist unser Hirn, wenn wir Stefan Raabs neue Sendung sehen. Ja. Um die Überleitung des Todes zu machen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Stefan Raab hat sich übrigens gefühlt, als würde er püriert worden. Ja. Hast du mitbekommen? Beim Kampf. Der hat nach dem Kampf, hat er wohl seinem Arzt gesagt, ah, ich habe so schlimme Schmerzen in der Seite. Ich glaube, es ist alles gebrochen. Ich habe Rippenbruch und schlimm. Ah, ich bin fast tot. Und dann hat der Arzt den ins Röntgen gesteckt und gesagt, sie sind einfach kerngesund, das ist gar nichts. Sie haben nichts. Ja, aber er ist für unsere Sünden gestorben. Sie haben einen blauen Fleck am Rippenbogen. So schlimm ist es nicht. Ja, also der Kampf, den habe ich mir schon teilweise nochmal angeguckt und es war ja wirklich nichts. Ja, also da hat keiner irgendwie ordentlich zugehauen. Aber vielleicht, wenn er einmal zuhaut, dann ist sie vielleicht auch einfach Matsch. Oder wenn sie einmal ordentlich Technik anwendet. Nur weil die eine Frau ist, ist die keine gute Boxerin oder was? Na doch, die ist eine gute Boxerin. Aber wahrscheinlich, wenn der mal ordentlich zulangt. Ja, aber vielleicht kann er nicht ordentlich zulangen, weil er halt kein Boxer, sondern ein dicker Fernsehmoderator ist. Ja. Aber inzwischen ist er nicht mehr so dick. Ne? Früher war er manchmal ein bisschen so skinny-fett, war der manchmal früher, ne? So. Ja, so 5 Kilo drüber, aber fett jetzt auch nicht. Ja. Also nicht so wie Elton. Aber schon, also ein Athlet war der ja jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist seine neue Show gestartet auf RTL Plus und wieder erwarten für manche ist die, also zumindest, ich meine, erfolgreich im Sinne, dass viele Leute sich RTL Plus tatsächlich dafür geholt haben. Die Einschaltquote kenne ich jetzt nicht. Hast du es ja auch geholt? Ich habe es mir natürlich nicht geholt. Was kostet die Scheiße? Ich glaube, das billigste ist 6,99. Und dann kriegst du ein abgespecktes Paket, Werbung. Oder wie? Ich glaube, 12,99. Geld bezahlen und Werbung. Ja, irgend sowas. Es ist dumm, aber es ist doch bei Netflix und so jetzt mittlerweile auch, oder nicht? Ich glaube, bei Netflix gibt es ja auch eine Light-Variante. Dann hast du Werbung. Ja. Und ja, das normale Netflix hat nicht, aber... Ja, also ich habe einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Es ist halt wirklich einfach der Anfang. Die erste Hälfte ist TV Total nochmal. So, nur dass statt Nippeln da jetzt ein Tablet ist, weil modern... Und der die Witze Sound ankündigt jetzt. Ja, genau, er kündigt dann Memes an. Stimmt, das war ja auch noch. Aber gleich dazu mehr. Statt Nippeln hat er jetzt sein Tablet da liegen und der Sound ist ein bisschen anders. Also es war ja früher dieses Geht und jetzt ist es mehr so ein Öl. Wow. Das ist der Unterschied. Innovation. Ja, genau das. Also das Fernsehen kann sich nochmal neu erfinden. Die zweite Hälfte ist dann mehr so ein Quiz und da habe ich einen Ausschnitt gesehen, das war wahrscheinlich das Highlight der Sendung. Und da war eine Frage, irgendein Song von den Toten Hosen wird an irgendeinem, weiß ich nicht, zu irgendeinem Zeitpunkt wurde der gespielt. Ich glaube bei so einer CDU-Veranstaltung, oder? Ja, aber das war nicht die Frage, das wäre an Tagen wie diesen gewesen. Es war irgendwas anderes und der eine Typ, der am schnellsten gebuzzert hat, hat dann Arschfick-Song gesagt. Ja. Das war so das Highlight. Das ist schon der OG der Sendung. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten haben wir jetzt gelernt, dass wenn man Memes oder was Witziges sagt, dass man das ankündigt. Ne? Hat er ja auch bei dieser Pressekonferenz gesagt. Achtung, jetzt kommt ein Meme. Ich habe vier Monate am Sack trainiert. Passen Sie auf, jetzt wird es lustig. Ja, genau. Sack. Genau, also wirklich Humor durchgespielt. Sack ist halt auch lustig, weil das ist einerseits so eine Tüte, die man mit Sand gefüllt hat, da kannst du reinschlagen, aber das ist auch an Hoden. Ja, auf jeden. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wir haben ja auch gestern so ein bisschen gebrainstormt und festgestellt, dass wahrscheinlich Stefan Raab trotzdem noch einer der Besten ist, was deutsche Fernsehlandschaft so zu bieten hat. Also es gibt ja auch Kristall.
Ja, genau. Der traut sich immer was. Vielleicht noch früher Harald Schmidt und so, der ist aber jetzt auch. Der ist komisch geworden. Finster. Der hat irgendwie, der ist zurückgetreten aus der Öffentlichkeit und dann ist er immer noch in Interviews und dann hat er aber jedes Mal, ist immer ein halbes Jahr weg und dann kommt er nochmal wieder, um irgendwie alle zu provozieren und dann ist er wieder weg. Ja. Und das wirkt so ein bisschen gewollt. Also ich finde, Harald Schmidt, der hat so ein bisschen so ein Jordan Peterson-Vibe teilweise zwischendurch. Ja, doch, kommt hin. Ja, deswegen, wir gönnen ihm das mal. Aber die spannende Frage ist natürlich, was passiert nächsten Monat? Kündigen die Leute alle ihr Abo? Wie sind die Einschaltquoten bei der zweiten Sendung? Ich weiß halt auch keine andere Sendung, die bei RTL Plus läuft. Also es ist ja nicht Stefan Raab Plus abonnieren, sondern du kannst ja nur als Bundle. Du kannst ja nicht sagen, mich interessiert nur eine Sendung und dann kaufst du irgend so ein RTL-Paket, hast dann diese eine Stefan-Raab-Sendung für die nächsten 5 Jahre und der Rest ist halt so, es gibt ja auch noch Vera Entwehen oder so. Ja. Guck doch mal das. Ich glaube, die hatte sogar schlecht über den geredet, da habe ich irgendwie so einen Ausschnitt gesehen. Aber die soll sich doch freuen, endlich abonniert wieder einer dieses Ding, als ob das einer für sie macht. Naja. Was mich ja eben mehr in Atem gehalten hat, war wieder ein bisschen Amerika. Da sind nämlich Dinge passiert. Es gibt jetzt das Rising von Black Nazi Mark Robinson. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein North Carolina-Typ, der da antritt, aber auch 10 Punkte schon hinten liegt, also wahrscheinlich nicht gewinnt. Und von dem wurden jetzt über 10 Jahre alte Pornhub-Kommentare rausgekramt. Also irgendwie hat er da seine gleiche E-Mail verwendet und da ist man da drauf gekommen. Und ich frage mich ja immer, wer sind die Leute? Mark@government.de oder .net. Wer sind die Leute, die unter Pornvideos kommentieren? Das ist ja eh immer so ein Ding. Ich mich auch immer gefragt. Und er ist scheinbar. Das machen eigentlich nur Bots, aber Bots und über 50-Jährige. Wie heißt die oder sowas? Ja, ja gut, das ist ja immerhin noch ein Kommentar, wo du eine Info draus ziehen könntest, dass die Wichser sich da gegenseitig überhelfen und sagen, hier kannst du noch mehr von der sehen. Ja. Aber also, wenn da einer an der Tastatur sitzt und sagt, boah, die Stelle bei 5 Minuten 30, Alter, da habe ich eine richtig, richtig dolle eine Latte gekriegt. Das ist so, ja, aber wer ist der Adressat von diesem Ding? Ja, oder so typische YouTube-Kommentare. Wer will das denn lesen? Erster. Ja. Aber Erster. Will jemand das irgendwie... Wer guckt das noch in 2028? Will jemand runterscrollen und sehen, boah, ein anderer User hat auch eine Latte gehabt. Das kannst du, glaube ich, denken, wenn das einige Aufrufzahlen hat. Ja, seine Kommentare waren leider nicht so froher Natur. Der hat nämlich geschrieben, unter anderem, er wäre ein schwarzer Nazi, also Black Nazi, deswegen ist das hat so... Hat er das per Pornhub geschrieben? Das hat er geschrieben, ja. Und er hätte gerne Sklaven. Und, die Sklaven, welche Farbe sollen die haben? Hat er das beschrieben? Das hat er, glaube ich, nicht geschrieben. Er möchte im Ku Klux Klan sein, das ist seine Fantasie. Und er steht auf Transporn, was jetzt ja nicht so schlimm ist, aber wenn man halt Alex Republikaner Jones auch. Ist. Ja, wenn man Republikaner ist und sagt, man steht auf Transporn, ist das so ein bisschen. Von Alex Jones kennst du auch, ne? Wie er ewig gesagt hat, dass Transmenschen völlig pervers und krank sind und ekelhaft. Und dann, er hat ja immer so mehrere Kameras in seinem Studio und eine Kamera ist von oben. Ja. Und dann hat er irgendwie sein Tablet da liegen gehabt und hatte irgendwie seinen Browserverlauf, wie er irgendwie Gmail-Porn und so Sachen das eingegeben war Recherche. Hat. Wohl. Ja, und er hat sich wohl bei Pornhub auch ein bisschen die Cocks von Transleuten angeguckt und hat dann aber in der Sendung immer gesagt, das ist ja so ekelhaft, diese widerlichen Leute, und wenn die Kamera ausgeht, dann geht er eben mit dem Tablet aufs Klo oder sowas. Ja, also der hat ja auch schon vor Gericht gesagt, der spielt eine Rolle und das kann man ja nicht ernst nehmen und so. Das war ja immer seine Verteidigung. Wie auch Fox News sich verteidigt haben mit seriöse Leute können uns nicht ernst nehmen. Ja, ist ja so. Ja, aber es ist halt, weißt du, das ist so dumm. Das Problem ist halt, seriöse Leute in Amerika sind vielleicht 2-3%, deswegen ist das... Ja, die seriöseste Person ist natürlich Trump. Der hat in ganz großen Caps geschrieben, I hate Taylor Swift. Das habe ich gesehen, ja. Tweet der Woche so. Er hat dann noch einen anderen ganz großen Caps-Lock-Tweet über Frauen soll doch mal nicht an Abortion denken und so. Das ist doch egal. Und er wird die frei machen, weil die diese Entscheidung nicht mehr treffen müssen. Das ist auch praktisch, wenn der muss das nicht mehr entscheiden, wenn die Frauen einfach alle da nicht mehr dran denken. Ja. Also wenn keiner einen Antrag stellt, dann muss man den auch nicht bearbeiten. Ist so. Ich muss hier eine Lanze für Trump brechen, aber ein Präsident repräsentiert ja schon auch sein Land. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, ein Land in eine Person zu dampfen, so ein Typ, wo du sagst, der ist Amerika als Person, mir fällt keiner ein, der da besser passt als Donald Trump. Also das ist halt der leider ist schon richtig. So, du siehst diese Figur und denkst, von welchem Land ist das der Anführer? Das ist eindeutig Amerika, guck ihn dir an, das ist Amerika als Mensch. Tja.
Ja, das bleibt weiterhin spannend. Für mich noch eine kleine Sache. Richie Jackson, das ist so ein Skater, den kennst du vielleicht auch, der so kreativen Scheiß macht. Und springt der auch irgendwie mit einer Hand an eine Astgabel und schwingt dann einmal rum und landet auf einem anderen Board? Das ist William Spencer, den kennst du, glaube ich. Ne? Aber ja, der hat auch sehr coolen Schiss gemacht so und ist auch geschissen an Bord. Geschissen, ja, so manche Skater, sagen der das. Der beim Grinden in den Park gekackt hat. Das ist eigentlich ganz geil. So eine ganz lange Curb einfach. Es gibt ja diesen hier Longest Grind, habe ich dir mal geschickt, glaube ich, aber du kanntest den dann schon. Ja. Wo so ein Typ irgendwie eine Minute lang so eine Kante grindet. Eine Minute reicht ja, um mit runtergelassener Hose schon auch das zu grinden. Und also ich glaube, eine Seite war Bürgersteig und eine war so Wiese. Ne? Und du kannst ja dann auf der Seite mit der Wiese so eine ganz lange Wurst ziehen, während du grindest. Das wäre, glaube ich, den Trick hat noch keiner gemacht. Mit Dünnschiss. Das wäre noch besser. Das ist wirklich so. Das wäre schon ein Move. Ja. Ne? Aber du musst halt dann wirklich... Könnte Trick des Jahres werden. Vorher sehr viel essen und sehr viel Kaffee trinken, damit es halt auch genau auf Kommando direkt geht, obwohl du in so einer Grind-Stress-Situation bist. Da glaubst du, du könntest das? Na, da ich nie Kaffee trinke, denke ich mal, wenn ich das einmal mache, dass das wirklich alle Schleusen und direkt Abführmittel öffnet oder so. Ja. Also du musst ja schon vorher auch den Sprung hinkriegen, ohne beim Sprung schon zu scheißen. Also du musst halt ja, beim Springen bist du ja angespannt. Du musst halt im Grind versuchen, dann zu relaxen, sonst geht's, glaube ich, nicht. Wenn du so eine kleine Rampe machst, kannst du vielleicht mit aller Kraft anspannen, dass du nicht springst, sondern mit der Rampe auf die Rail drauf fährst. Ja, das ist dann für die Leute weniger cool. Dann wird das nicht Trick des Jahres. Aber du bist halt trotzdem der Typ, der beim Grinden in den Park geschissen hat. Das ist schon trotzdem. Das ist dann wieder cool. Und du musst aber auch schaffen, vorm Absprung dann wieder entweder leer zu sein oder wieder zuzudrücken. Ja. Weil wenn du dann beim Landen und beim Hose hochziehen die ganze Zeit weiter scheißt, das ist dann wieder nicht so cool. Ich verfolge das mal. Ich glaube tatsächlich, mit Pissen wäre es leichter. Aber du hast doch so ein fahrendes Klo. Nicht mehr, aber ja. Das könntest du ans Ende stellen, dann scheißt du die ganze Zeit in den Park und wenn du abspringst und landest, landest du aber mit dem Sitzen auf dem Klo. Wenn ich fertig bin mit Scheißen, dann setze ich mich aufs Klo. Und du scheißt ja eine Stunde beim Grinden und wenn du eine Minute. Und wenn du aber nach einer Minute noch nicht fertig bist, dann hast du noch so ein Klo, auf das du mit dem Arsch draufspringen kannst, um entspannt noch zu denken, okay, egal wie lange ich jetzt noch brauche, ich bin ja an der richtigen Stelle wenigstens. Ja. Doch. Das wäre was. Ja, gut, dass wir diesen kleinen Exkurs gemacht haben, denn was Richie Jackson macht, ist genauso scheiße. Für mich zumindest. War halt schon so ein bisschen, ich will nicht Idol sagen, aber irgendwie so ein bisschen ein Vorbild oder eine Inspiration, sage ich mal. Der hat halt jetzt, also der driftet eh immer weiter in diese rechte Trump-Bubble ab und hat jetzt gemeinsame Sachen mit Matt Walsh gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat sich mal gefragt, was Frauen sind. Ja, unter anderem. Und dann ist er zu den Leuten gefahren, die seinen Sender sonst verachtet, ne, zu den ungebildeten Afrikanern. Ja. Und die waren dann auf einmal ein Positivbeispiel, weil die wissen noch, was Frauen sind. Mhm. Sonst sind die natürlich in allen Punkten Amerika unterlegen. Ja. Und wenn es darum geht, was Frauen sind, dann kannst du mal nach Somalia fliegen und denen hinhören und sagen, hier, da hinten bei euch, die hier, ne? Es ist eine Frau und die sagen alle ja. Und jetzt seht ihr Amerikaner, die ja, sogar die wissen das. Also die Kuh von 40 und wissen das trotzdem. Der hat auf jeden Fall schon offen gesagt, dass er Faschist ist. Ich glaube, Christofaschist hat er sich auch genannt. Und der hatte auch ein Ding diese Woche, dass er sagt, krank sein ist für Kinder und er hat keine Zeit und es ist schwach, wenn man sich krank schreibt. Und das ist ein Typ, der einfach nur in sein Wohnzimmer geht und einen Podcast aufnimmt. Das ist seine Arbeit. Welche Krankheiten zählen? Alle. Also er hat in den letzten 7 Jahren nur 2 Tage krank gemacht, weil seine Stimme gekratzt hat. Ja. Und das war dann halt nicht zum Aufnehmen. Also wenn eine Pandemie ist, dann geht bitte trotzdem zur Arbeit, damit dann auch alle was davon haben. Genau. Also das ist halt so, weißt du, eine Person, die wirklich einfach nicht mal das Haus verlässt, sondern einfach sich vor eine Kamera setzt und einen Podcast aufnimmt. Kenn ich auch, ich war auch neulich ein bisschen krank, habe trotzdem einen Stream gemacht und auch gedacht, ey, es gibt da so Leute. Ehre. Es gibt da so Leute, die sind irgendwie in der Krankenpflege oder so und die trauen sich nicht mal zu den halbtoten Rentnern zu gehen, wenn sie denen ins Gesicht husten, schon peinlich, könnten die ruhig mal machen. Oder wenn die so auf der Baustelle Zementsäcke schleppen, weil ich kann bei Twitch halt auch vor der Kamera sitzen und ein bisschen was erzählen. Ich stelle mich ja auch nicht an. Ja. Und die machen jetzt gemeinsame Sache und da bin ich tatsächlich dem Kollegen jetzt auf Instagram entfolgt. Hast du dir gecancelt quasi? Habe ich sowas von. Hast du auch andere Skater darüber informiert? Ja, Basti. Ja, dann ist schon Cancel Culture, ne? Wenn du sogar anderen sagst, ey, hier, dein Lieblingsskater ist ein Wichser, weg mit dem. Aber ja, Gigi Allen ist okay. Das Ding noch, ist, ne? Für mich ist das halt so unverständlich, weil der halt so ein weltoffener Mensch ist und halt super kreative Tricks macht und dann halt so eine engstirnige Ideologie verfolgt. Das Wie kann jemand denn gleichzeitig auf einem rollenden Brett einen netten Salto machen und dann aber dumme Sachen in seinem Kopf haben? Nee, es ist halt. Der ist wirklich dafür bekannt geworden, dass er so gegen alles rebelliert hat. Und, jetzt quasi rebelliert er halt auch gegen was. Ja, gegen aber das ist doch
nicht rebellieren gegen irgendwie, das ist doch das Establishment quasi so. Also natürlich eine extreme Variante davon, aber naja, egal. Also Trumps erfolgreichste Lüge ist ja auch quasi Anti-Establishment-Guy zu sein, ja, ja, der halt der Peak-Establishment-Guy ist eigentlich. Der genau ist das. Sie hat nur bei den anderen ein bisschen unbeliebt gemacht, ne? Ja. Aber also ich glaube, wenn du wirklich krass Anti-Establishment bist, dann wird keine von den zwei großen Parteien dich als Kandidaten aufstellen. Ja, Bernie Sanders zum Beispiel. Oder Kanye West oder so. Ja, da habe ich übrigens nichts davon gefunden, aber vielleicht kann man das auch schlecht googeln. Der wollte sich, hast du gesagt, in Hakenkreuz umbenennen. Ja, es ist vor einem Monat wohl eine Nachricht gewesen, Kanye hat sich ja schon mal offiziell in Ye umbenannt. Ja. Und er hat wohl vor einem Monat gesagt, es wäre eigentlich auch witzig, es gibt jetzt Hakenkreuz ja als Unicode-Symbol. Und er könnte ja zur Namensänderungsbehörde gehen. In Amerika kannst du wirklich viele lustige Namen nehmen. Das ist ein bisschen liberaler als Deutschland. Da gibt es auch Leute, die heißen dann Rob Zombie oder so. Der hat auch seinen Namen legal so geändert. Ich weiß nicht, ob Vermin Supreme wirklich so heißt, aber weiß der ist ja vielleicht dann auch. Aber also manche Leute haben schon ihre Namen zu ihrem Künstlernamen geändert. Und Kanye dachte, wäre nicht Hakenkreuz ein guter Vorname? Also wirklich das Symbol. Rollt doch einfach über die Zunge. Einfach ein Symbol als Vorname und dann, wenn er im Fernsehen irgendwie wieder erwähnt wird, dann müssen wir es halt einblenden. Ja. Er hat es, glaube ich, noch nicht durchgezogen. Ich wünsche ihm aber viel Glück dabei. Ich finde es gut, wenn Leute. Ja. Weiß nicht, wenn Leute einfach sagen, ich nenne mich dann Ausrufezeichen. Fox News soll mal zeigen: Hakenkreuz West. Ja, wir haben die Pagers gar nicht angesprochen. Das ist eigentlich so das größte Ding. Wir haben das nur so am Anfang angedeutet, aber die Hezbollah hat sich auf dem, weiß ich nicht, Schwarzmarkt oder auf dem, im Secondhand-Laden irgendwie Pager gekauft und Funkgeräte. Die haben über Taiwan wohl. Über Taiwan, okay. Also Taiwan und Israel haben wohl gute Connections und Taiwan verkauft billige Technik. Ja. Und dann hat die Hezbollah gesagt, wir hätten gerne 2000 Pager aus Taiwan. Und Israel hat wohl gesagt, diese Pager würden wir gerne auch mal kurz sehen. Und dann hat der Mossad wohl gesagt, lass mal hier in 2700 Pager jeweils ein bisschen Sprengstoff reinmachen. Und es müssen eigentlich die gewesen sein, weil in so großer Zahl und so koordiniert irgendwie über 2000 von diesen Geräten gleichzeitig explodieren zu lassen und halt Sprengstoff da reinzumachen, den man erst die ganze Zeit nicht gesehen hat, das kann ja nicht jeder. Ja. Da musste schon ein krasser Geheimdienst sein, um sowas hinzukriegen. Es gibt jedenfalls ein Video habe ich gesehen, da standen die irgendwie in so einem Gemüsemarkt einfach. Das habe ich auch die gesehen, sahen so wie so Zivilisten aus und bei einem explodiert einfach die Hosentasche. Ja. Naja, und es sind halt, es sind wohl ein paar gestorben, einige sind verletzt. Also bei der ersten Welle sind 8 Leute gestorben und sehr viele verletzt, weil die das ja auch, wie gesagt, in der Hosentasche oder in der Hand haben. So, also es ist ein kleines Gerät, ne? Ja. Wenn ich weiß, was ein Pager ist, das ist so Vorgänger vom Handy quasi. Das haben in Deutschland, glaube ich, immer noch so Krankenschwestern manchmal oder so Securities irgendwo. Aber so richtig gesehen habe ich das nie in echt. Nee, das ist so ein bisschen in Deutschland, glaube ich, nicht so ein Ding so ein bisschen groß. Wie ein Walkie-Talkie für SMS oder so, aber das, ne, haben so Leute haben das manchmal und die Hezbollah wohl auch. Ich weiß nicht genau, wer in welches Land war das? Libanon. Ja, wer im Libanon genau das hat, ob das wirklich nur die Hezbollah bestellt oder ob das Hezbollah und Krankenschwestern bestellen. Jedenfalls, wenn so ein Ding in der Hosentasche explodiert, ist wohl auch ein Kind gestorben. Das stand wohl nah an der Hosentasche. Das stand neben dem Vater. Kopf, ne? Ja, das und, ist halt echt. Ja, es ist. Ich weiß nicht. Ich habe mich gefragt, was die Taktik dahinter sein soll. Deeskalation, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Weil das ist ja nicht der Gazastreifen, das ist ja ein anderes Land. Ja. Und da sind auch Leute, die Israel scheiße finden. Aber du schaltest sie ja nicht aus, sondern du verletzt sie halt alle nur. Und dann werden die ja erst richtig sauer eigentlich. Naja, du gewinnst auf jeden Fall den Krieg im Kopf. Weil die werden ja Schiss haben, irgendwelche elektronischen Geräte zu benutzen. Du zeigst denen halt, legt euch nicht mit uns an, sonst explodiert halt einfach irgendwas bei euch. Ihr seid nirgendwo sicher, egal wo ihr hingeht. Ne? Also ja, kurz danach sind nämlich auch noch Funkgeräte explodiert. Da sind nochmal 17 Leute gestorben. Es waren, glaube ich, insgesamt nicht so viele, aber es sind halt mehr Leute gestorben. Mhm. Und jetzt, weißt du, da schaltet keiner mehr die PlayStation an bei denen. Das ist, und da hast du den Krieg im Kopf gewonnen. Ich glaube, das ist nicht so ganz legal nach dem Völkerrecht, weil du kannst halt nicht irgendwie auf dem Obstmarkt einfach irgendwie in die Hosentasche explodieren lassen. Du musst, glaube ich, Kriegsrecht, da gibt es offiziell Kombattanten. Mhm. Das sind Soldaten, die darfst du auch schießen. Die dürfen auch auf deine Soldaten schießen. Und ich glaube, du darfst irgendwie Politiker gefangen nehmen oder abknallen oder so. Also wenn so ein Hitler ist, den darf man natürlich legal erschießen, wenn du ein Amerikaner oder ein Russe bist oder sowas. Aber du darfst halt nicht einfach irgendwo in Libanon fahren und sagen, vielleicht ist der ein Terrorist, ich lass einfach irgendwelche Leute explodieren. Das ist, soweit ich weiß, nicht legal. Ja.
Das ist sehr schade, um das mal einzuordnen hier professionell. Also ich glaube nicht, dass das die Lage befrieden wird, wenn einfach in so einem Land einfach die ganze Zeit Sachen explodieren. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass die... Die schicken jetzt Blumen als Dankeschön. Nächste Woche Verhandlung. Wir wollen eine Lösung, die für beide schön ist. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so schnell passieren, sondern eher so wie, meine Hüfte ist explodiert, das kriegt ihr wieder. Ja, nun gut. Wir haben hier noch eine Meldung, dass Facebook jetzt doch endlich mal, beziehungsweise Meta macht das für Facebook, russische Staatsmedien auf der Plattform bannt. Das heißt, Tinos Nachrichtenquelle ist jetzt leider versiegt. Schade. Der hat ja lange Zeit auf Facebook. Der hat lange RT Deutsch Plus abonniert. Genau. Nee, aber der war ja sehr viel noch auf Facebook im Vergleich zu anderen Menschen. Und jetzt ist da leider... Was kriegt der da angezeigt? Hat Tino noch Freunde, die bei Facebook selber posten? Schon, oder kriegt der so... dass der Algorithmus ihm irgendwelche Leute vorschlägt, die einfach noch auf dieser Seite sind. Also so, ich sag mal, ältere Leute nutzen das ja auch noch aktiv, wenn man da mehrere Kontakte hat. Tino seine Eltern und seinen alten Fahrlehrer oder sowas da finden. Da bestimmt auch, ja. Da müssen wir nächste Woche von ihm Stellung einholen. Ja, ich wollte noch einen Satz zu Matt Walsh vorher sagen, ach so, mach Facebook mal. Gesagt hast. Matt Walsh hat auf Twitter ein paar Abhandlungen dazu zu Abtreibung verfasst. Die möchte ich noch shoutouten. Ich weiß nicht genau, wie man die findet, ist schon ein bisschen her. Jedenfalls hat er gesagt, wenn eine 14-Jährige von ihrem Vater oder Onkel vergewaltigt wird, dann soll die das trotzdem nicht abtreiben dürfen. Mhm. Und zwar nicht nur, weil Leben ist Leben, sondern auch, weil sie dann ja Beweismittel vernichten würde. Und wenn sie das Baby einfach zur Welt bringt, dann kann man ja einen DNA-Test machen und sagen, hey, der Vater ist der Vater. Also der Vater von der Mutter ist der Vater von dem Baby. Der Vater und das, ist der das Vater. Darf man ja nicht. Ja. Und wenn die das abtreibt, dann könnte man halt schlechter einen Vaterschaftstest machen. Deswegen muss die ganze Schwangerschaft durchziehen. Mhm. Klar, weil sonst würde sie Beweismittel vernichten. Also ich bin mir relativ sicher, dass man das auch bei einer Abtreibung irgendwie hinkriegt. Dass da irgendwie eventuell, die DNA vom Vater ist ja da trotzdem drin. Vielleicht wusste Matt Walsh das nicht. Vielleicht, ja. Aber gut, das sind die kreativen Lösungsansätze, die wir brauchen im Leben. Ja, Matt Walsh ist, glaube ich, so sehr pro-life, dass der auch Gewehre gut findet, oder? Ja. Der findet es also... Man treibt die halt nicht in der Schwangerschaft ab, sondern wenn die so mit 12 oder so zur Schule gehen, dann werden die halt von den Mitschülern abgetrieben. Da ist überhaupt kein Widerspruch, wenn irgendwie Trump sagt, Waffen sind ganz super und wir brauchen alle Waffen und dann stellt er sich aber vor seine Leute, wo Waffen verboten sind und hat dann... Und dann wird ihm ins Ohr geschossen. Ne? Ja. Und er sagt, aber das Gewehr, womit er mir ins Ohr geschossen hat, ist schon ein gutes Gewehr auch. Ja. Er müsste ja am sichersten sein, wenn die ganze Crowd aus Leuten mit Waffen besteht. Ja, weil dann kann einer zurückschießen. Dann wird ihm ins Ohr geschossen, aber die schießen alle gleichzeitig zurück. Ja, the only thing stopping a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Und wenn da 2000 Good Guys sind, ist ja super safe. Ja, es ist so, weshalb nur, dass die Good Guys vielleicht gar nicht mitbekommen, dass da ein Bad Guy bei ist, bevor der geschossen hat. Ja. Das könnte das Problem sein. Mist. Das ist ein bisschen gleichzeitig wie bei Hezbollah oder Gaza oder so, wenn die halt alle einen Knarre haben und du weißt gar nicht, wer ein Terrorist ist und wer nicht. Ja. Deswegen gewinnt man ja diese Guerillakriege nie, weil du siehst halt keinen Kombatanten, der einfach eine Uniform von dem entsprechenden Land trägt, sondern es ist halt irgendwer. Deswegen haben die auch in Vietnam und Afghanistan so auf die Mütze bekommen, weil die halt nicht wissen, wer ein Zivilist und wer ein Ballermann ist. Ja. Genauso weiß man das halt auch nicht, wenn man in Texas eine Rallye macht, ob das einfach ein Jugendlicher ist, der halt sein Second Amendment nutzt oder ob das jemand ist, der dir das Ohr zerschießen will. Ja. Weißt du ja nicht, ne? Was ich auch nicht weiß, ist, wie dumm die Menschheit ist, denn Mikroplastik wurde gekauft. Ich. Ja, das gibt es ja kostenlos mittlerweile in jedem Wasserhahn und in jeder Plazenta der Welt. Aber trotzdem wurde eine mikroskopisch große Louis Vuitton-Tasche für $63,000 gekauft. Man hat hier so ein Bild und es ist wirklich einfach. Aber so, das ist noch günstig für Louis Vuitton. Das stimmt. Die passt halt wirklich in so einen Ring vom Fingerabdruck, passt die rein. So klein ist die. Also die verlierst du halt auch öfter mal vielleicht. Das, ne? Da stimmt, musst du schon auch noch irgendeine Vitrine für haben, damit die dir nicht aus Versehen in den Staubsauger flutscht oder irgendwie einfach runterfällt und in einer Sofaritze verschwindet oder so. Also ich habe einen Kommentar dazu gesehen, irgendwas war Richtung, die Superreichen kaufen lieber ein kleines Stück Mikroplastik, statt irgendwie den Armen zu helfen. Ja, das ist schon einfach ein Ding. Kann man mal machen. Also es ist halt Louis Vuitton und Mode ist eh ziemlich dämlich. Du siehst das sogar, du kannst das sehr praktisch selber feststellen, wenn du siehst, dass Mode dämlich ist. Na, also es ist halt schamlos überteuert und Leute sagen dann immer, ja, aber das Design oder dies oder jenes. Aber
du kannst ja selber, wenn du zum Beispiel Amazon Affiliate Links machst, dann werden Sachen in Produktkategorien gesteckt. Und ja, bei Technik zum Beispiel kriegst du 1% ab, wenn das einer kauft. Ja. Bei Parfum und Mode kriegst du 10% ab. Mhm. Frag dich mal, wo die 10% herkommen, weil Mode und Parfum in der Regel überteuert ist. Mhm. Luxusgüter heißt es ja auch so. Und ich höre daraus, ich muss ganz schnell die Kategorie wechseln und irgendwie Mode und Parfum. Ja, also damals werden. Auch bei YouTubern, der CPM ist wohl besonders gut gewesen bei diesen Beauty-Leuten, weil wenn irgendeine Bibi da steht und sagt, oh, dieses Parfüm hier, das kostet halt auch nur 80 Euro, also dann weißt du halt, okay, das ist viel zu teuer, deswegen ist auch die Werbung dazu viel zu teuer, weil dieser ganze Markt aufgebläht ist und der Typ, der dieses kleine Mikroplastik erfunden hat, Bernard Arnault, das ist der reichste Mann der Welt gerade. Der hat Elon Musk den Platz weggenommen, weil Elon Musk dachte, ich kauf's X. Das war eine super Idee. Ich hätte gerne den 24. Buchstaben aus dem Alphabet, den würde ich gerne nehmen. Das kostet mich aber die Hälfte meines Vermögens. Ach, der hat das mit dem Glücksrad damals falsch verstanden, als die Buchstaben gekauft haben. Genau, ja. Ach so. Deswegen hat er auch für seinen Sohn, oder so, was war das, der Sohn? Ich weiß es nicht. Tochter so. Neue Buchstaben erfunden, X, Y, Quadrant, wie heißt dieses? Ja, aber dieses AE ist ja eigentlich so ein schwedischer Buchstabe, oder? Ja, er hat natürlich nichts neu erfunden, aber trotzdem heißt das Kind doch irgendwie. Ich glaube, das war aber fake. Das hat er, glaube ich, irgendwo getweetet, um Leute zu trollen, und in der Geburtsurkunde steht das gar nicht. Ja? Ich meine, also er wollte Journalisten verarschen und er hat es dann doch nicht gemacht. Der Typ hat 12 Kinder, kennt davon keins persönlich wahrscheinlich. Also das kann schon sein, dass eins davon einen komischen Namen hat, oder? Ja, aber wusstest du, dass diese Grimes, das ist ja seine Ex-Frau, die haben wohl auch Kinder über Leihmutterschaft gezeugt, weil Grimes gesagt hat, ich will weiter geil aussehen. Und wenn sich der Bauch so aufbläht, ist ja doof. Und dann haben die, glaube ich, von beiden irgendwie Zellen entnommen und irgendeiner ärmeren Frau einfach reingeballert. Und gesagt, eine arme Frau ist ja widerlich. Trag du das mal aus für uns. Bah. Weil ich habe keinen Bock, ich will das Kind schon haben, aber die Schwangerschaft so mit, dass der Bauch sich so aufbläht und Schmerzen, habe ich keine Lust drauf. Das gebe ich für Geld an irgendwen anders weiter. Mhm. Sollen die das doch für uns machen und wir haben nur Spaß mit dem Kind. Und Elon hat neulich ein Bild gepostet von sich selber mit so einem albernen Cowboy-Hut. Und es war, glaube ich, AI-generiert auch, dass er halt wie ein Badass aussieht. Mhm. Also er ist ja eh ein 50-jähriger, 12-jähriger eigentlich, der denkt, wow, ein Cowboy-Hut und ein Revolver, ist das nicht cool? Und er hat sich mit einem Cowboy-Hut und mehr Bartwuchs, als er normalerweise hätte, gepostet und hat irgendwie gesagt, we are moving to Texas, stay away from my kids. Und die Leute haben gesagt, Elon, your kids stay away from you. Weil ja, es gibt doch halt Kinder von ihm, die ihn nicht mehr sehen wollen. Das ist wahrscheinlich schon die Mehrheit, oder? Ich weiß, dass der eine Trans-Tochter hat oder so, die ganz extrem gegen ihn. Ich glaube, er hat aber noch mehr Kinder, die ihn auch nicht besonders gut finden. Was ich vielleicht auch nicht besonders gut finde, ist die drei Sachen, die Tino hierher geschickt hat. Ich habe ihn nämlich gefragt, was sind für dich ganz wichtige Nischendinger, die ich vielleicht sonst verpasse? Und da haben wir zum Beispiel. Lass mich raten, einer seiner Lieblingswrestler hat auf Twitter was Homophobes gesagt. Nein? Ich höre regelmäßig den Brennpunkt, das kommt schon manchmal vor. Das stimmt. Hier steht zum Beispiel ganz groß, Bauer rettet schwule Schafe. Okay. Ein Bauer aus NRW nimmt schwule Schafe auf seiner Farm auf. Etwa 8-10% der Böcke zeigen eine ausgeprägte Präferenz für Gleichgeschlecht. Partner. In der Tierzucht gelten sie deshalb oft als wirtschaftlich weniger wertvoll und werden getötet. Mehr als 20 Schafsböcke konnte der Bauer schon retten. Also was ist an denen schlechter? Die haben doch gleich viel Wolle wie die anderen, oder? Ja, Wolle, aber die zeugen halt keine. Man kann auch einen Döner aus denen machen, oder? Das wahrscheinlich. Oder steht da dann irgendwie so ein Typ und beißt da rein und sagt, dieser Döner schmeckt schwuler als die anderen Döner. Die will ich nicht. Ja. Ja, also wahrscheinlich zeugen die einfach keine Nachkommen, weil die keinen Bock drauf haben. Es ist blöd. Aber dann kannst du es ja künstlich machen, kleine Ahnung. Also die gehören halt dem Bauern und der Bauer stellt dann die Forderung, du machst jetzt Babys und der Bock sagt nee. Ja. Was für eine Sau. Das ist quasi wie ein Streik in der Tierwelt. Ja. Nee, aber schön, guter Bauer. Dann haben wir hier, es handelt sich um eine 12-minütige Serenade, ganz kleine Nachtmusik entdeckt. Ein unbekanntes Stück von Mozart. Ich habe noch eine Frage zu dem vorherigen. Gibt es Statistiken dazu, ob Tiere schwuler sind als früher oder sowas? Weil Alex Jones hat ja mal gesagt, die machen Chemicals in the Water und turn die Frogs gay. Nee, ich glaube auch, dass die ganzen Tiere kriegen das ja mit, wie wir darüber reden. Und wenn die diese Regenbogenfarben sehen, da denken sie sich, jetzt habe ich Bock auf Cock. Also wenn halt auch so ein Schwuler mal einen Bauernhof besichtigen geht, dann sind die Schafe ganz beeindruckend und sagen, was macht der? Das mache ich auch jetzt. Ja. Wahrscheinlich das. Aber tatsächlich ist ja, also was Alex Jones gesagt hat mit den Fröschen, die Frösche werden nicht schwul, sondern Frösche kriegen Genitalfehlbildung, dadurch, dass Leute viele Östrogene nehmen und das ins Grundwasser kommt. Und ja, also das ist nicht, die Regierung macht es mit Absicht rein, sondern
wir als Menschen denken alle, es ist voll die gute Idee, alle die Pille zu nehmen. Dann gehen alle pinkeln und dann geht es ins Wasser und dann trinken irgendwelche Frösche dieses Wasser und der Hormonaushalt geht in den Arsch und die Fehlbildung. Also die sind nicht schwul, die sind eher, die haben eher so intertrans Dinge dann am Laufen, weil halt deren Trinkwasser einfach mit irgendwelchen Hormonen vollgeballert wird. Stell dir mal vor, Alex Jones würde halt diese Energie, die er ausstrahlt, reinstecken in tatsächliche Probleme. So. Stell dir mal vor, Alex Jones, der hat ja öfter so einen wahren Kern und der würde einfach bei dem wahren Kern bleiben und dann nicht noch das aufpumpen und schreien und sagen, die Regierung macht das doch mit Absicht. Die haben diese Frösche gesehen und gesagt, ich mach den schwul, den Frosch. Ja. Wenn er einfach nur sagen würde, ey Leute, wir vergiften unsere Umwelt, wir tun irgendwie Chemikalien ins Wasser, vielleicht ist das nicht so gut. Ja. Dann hätte er, glaube ich, viel mehr Leute auf der Seite, als wenn er auf den Tisch haut und schreit und ein Froschkostüm anzieht oder sowas. Aber wahrscheinlich würde er dann weniger Geld verdienen mit seinem Rumgegrifte. Der erreicht dann halt keine Fox News, Leute. Aber an sich ist es doch eigentlich eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen, dass du sagst, also egal ob konservativ Schwurbler oder Umweltaktivist. Wir können uns schon einigen, Hormone ins Wasser schmeißen, nicht machen bitte. Und du kannst die Chemtrail-Leute und die Fridays for Future-Leute zusammenstellen und sagen, Flugzeug ungesund für uns. Also eigentlich könnte man die da auch verbünden. Dann haben die vielleicht, die eine Seite hat irgendwie eine mystifizierte, bekloppte Erklärung, warum das blöde ist, aber die wissen immerhin, okay, also Hormone ins Regenwasser machen, doof. Ja. Nicht gut. So, das Letzte, was ich hier noch habe, verstehe ich nicht ganz. Irgendwas... falls Stefan Raab ein Comeback feiert, werden wir den Pizzaburger ewig und für alle Zeit wieder ins Programm aufnehmen. Andernfalls ist 2022 Schluss damit, sagt Dr. Oetker Pizza.de. Mhm. Ein fast perfekter Deepfake, jedoch befand sich der Pizzaburger zum Zeitpunkt des Tweets noch in seiner Blütephase. Hä? Steffen Raab weiß das. Was? Also keine Ahnung, was Tino hier, da gibt es keine Erklärung dazu. Mir geht das auch so auf den Sack, wie diese ganzen Firmen irgendwie einen kleinen Edgelord bezahlen dafür, dass der deren Twitter-Account managt und Leute sagen, oh, Dr. Oetker hat mir so meinen Tweet geantwortet. Alter, Dr. Oetker ist meine Lieblingsfirma, ist so geil. Ja. Ich habe hier privat ein bisschen Twitter genutzt und habe gesagt, Alter, Pizza Burger Beste und Dr. Oetker sagt, Pizza Burger wirklich lecker, Sie könnt die bei uns kaufen. Ja. Und Leute feiern das voll ab und finden das geil, aber es ist einfach, es ist doch bescheuert, das war ja scheiß. Ja, so wie ich das ganz schön finde, wenn man Firmen falsch betont, wenn man zum Beispiel nicht Nestlé sagt, sondern Nestle und Leute so, das heißt Nestlé und dann werden die auf einmal so Verteidiger von dieser Drecksfirma, so, du musst die schon korrekt aussprechen. Also vielleicht nehmen die so ein paar Leuten das Wasser weg, aber das, also den Namen falsch aussprechen, das geht nicht. Ja. Da ist schon ein Apostroph auf dem E. Ja. Ja. Du hast irgendeine Nachricht übersprungen, weil ich dir reingequatscht habe. Nö, das ist eine 12-minütige Serenate oder so ein Quatsch. Ach so, stimmt, ja. Was ist das? Halt so ein neues Mozart-Stück. Und das wurde gefunden. Also so ein Stück Papier mit Noten drauf und er hat das geschrieben damals? War im Bestand der Musikbibliothek der Leipziger Städtischen Bibliothek. Ist verifiziert, dass das echt ist? Demnach schon. Ist nicht so Hitler-Tagebuch-mäßig, dass man dann eine Woche später sagt, ah, doch nicht? Vielleicht. Wird sich noch rausstellen. Ganz kleine Nachtmusik. Nur noch kleiner. Ja. Mikroplastik-Nachtmusik als nächstes dann. Hammer. Ja, das wäre es an dieser Stelle gewesen. Dr. Oetker noch, ne? Dr. Oetker. Haben wir durch? Das habe ich nicht verstanden. Also Dr. Oetker hat irgendeine Scheiße über Twitter geschrieben. Tupperware ist noch pleite gegangen, habe ich. Cool. Ja, es gibt halt genug Alternativen. Die können sich, glaube ich, nicht... Tupperware kann halt nicht Patent anmelden auf, wir stecken Sachen in Plastik. Jede andere Firma kann auch sagen, also eine Box ist eine ziemlich basic Form. Ja. Ein Deckel auch. Wir haben auch irgendeine Temu-Plastikbox mit Deckel und Gummiring, die funktioniert auch, die kosten Euro, da musst du halt nicht so Tupper-Luxus-Scheiße kaufen. Ja. Also eine große Sache habe ich jetzt vergessen, weil die ganz oben war. P. Diddy ist ja jetzt im Knast gerade, in Untersuchungshaft noch, glaube ich, aber da sind ganz viele Anklagepunkte, unter anderem auch Brandstiftung, aber Sex-Trafficking und Rape und alles Mögliche. All die Sachen, von denen er vorher gesungen hat und man sagt, ach, er macht das ja echt. Genau, und das ist ja auch seit Jahrzehnten irgendwie bekannt, dass er so Freak-Offs macht, also so besonders abgefuckte Partys, wo auch wohl viele Minderjährige dabei waren. Justin Bieber. Ja, direkt infolgedessen gab es natürlich 1000 Posts mit Trump und P. Diddy zusammen, dass sie auch cool abgehangen haben. Wie also, Trump und Epstein damals. Ne? Genau, man sagt halt jetzt, dass P. Diddy wahrscheinlich so der Epstein der Musikszene war in Hollywood. Lass mich raten, Trump wird irgendwann sagen, Bill Clinton hat auch schon mal P. Diddy getroffen. Eigentlich ist es die Clinton-Familie, nicht ich. Und die Amerikaner sind zu blöd zu merken, vielleicht sind es beide. Ja. Nee, aber mein Lieblings hat gesagt, der andere, ich schieb dem das jetzt zu. Ja, also es wird interessant sein, was da so rauskommt, weil der ja vielleicht...
sich nicht umbringt, ja, mhm, und dann ja, außer einen Tag vor der Verhandlung, wenn er sagt, ja, ich kann hier euch hier 50 Namen nennen von anderen, genau, Musikern, dann hängt er auf einmal. Dann ist plötzlich eine Kamera aus und dann war es das gewesen. Aber es ist schon interessant, was da für ein Riesenbündel an Scheiße quasi zusammengeschnürt wurde, also an Anklagen. Hat der im Knast ein Tonstudio? Weil es gab ja auch so Tracks von Xatar und so zum Beispiel, wie die einen USB-Stick rausschmuggeln, aus dem Knast noch Musik machen. Vielleicht können wir ja ein Feature kriegen von R. Kelly und P. Diddy. Das wäre geil. Wer ist bei denen realer, wer ist übler? Die sind schon ziemlich, ja, ziemlich, ich glaube, nach, oder, den neuen Anzeigen ist P. Diddy, glaube ich, schlimm. Wir haben ja mitbekommen, was R. Kelly alles für Scheiße gebaut hat, und P. Diddy hat gesagt, holt mal Bier, ich kann das noch, genau, noch toppen. Da kam ja auch erst vor einem halben Jahr oder so noch so ein Video raus, wie er seine Freundin 2015 in so einem Hotel zusammenschlägt. Was? Also in einem, ja, öffentlichen Raum. So, und dann überlegst du natürlich, was macht der, wenn da nicht ein öffentlicher Raum ist. Chris Brown ist auch, glaube ich, hoch im Kurs. Der ist auch so, ja, ähnlich drauf. Ne? Das ist die heilige Dreifaltigkeit der Scheiße. Vielleicht taucht R&B auch noch Musik in diesem Giselle Pellico-Papier aus, dass P. Diddy da auch mal drin war. Wer weiß. Möglich. Also ich würde es ihm zutrauen. Ja. Ja, was geben wir denn dieser Woche? Da ging ja einiges. Ich gebe eine 8. Eine 8? Hm, warte, ich guck mal so. Ja, also für die kleine Nachtmusik natürlich. Also P. Diddy und Stefan Raab sind natürlich ganz groß für die deutsche Medienwelt, bla bla. Ja, und das mit den Patreon, ja doch, 8 ist schon sehr. Ich fand übrigens interessant noch eben, also du kannst ja eigentlich schon so ein bisschen Kunst vom Künstler trennen. Ne? Also du kannst so Gigi Allen hören und sagen, haha, der schmiert sich die Faust mit Scheiße ein und haut dann irgendeinem Unbeteiligten im Publikum ins Gesicht rein. Ja. Aber wenn dann so ein Skater sagt, Matt Walsh ist ein guter Typ, das ist dann die rote Linie. Also der eine ist halt eh längst tot, weißt du? Ja. Den kann ich einfach aus der Distanz witzig finden. Ich wollte es nur mal erwähnen. Das, ja. Also Tino kann das zum Beispiel. Mit dem. Also für mich ist halt auch einfach das Ding, dass das so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich auf seinem Skateboard sehe und was der dann auslebt. Das passt für mich einfach nicht. Also mit Tino habe ich zum Beispiel öfter mal Wrestling geguckt und der kennt wirklich jeden Wrestler in- und auswendig. Für mich ist manchmal so, Royal Rumble sagt dir was, ne? Ja, klar. Kommt da mal so ein Tüten und dann kommt da irgendein Typ rein und manchmal kenne ich die, manchmal nicht. Ja. Tino kennt wirklich jeden und bei allen 30, dann sagt er mal, ah, hier, das ist so neuer, der hat übrigens auch mal, der hat mal bei Twitter hat er was Schlimmes gepostet. Oder der ist cool, weil der supportet Schwule und der andere, der hat mal aber irgendwie, der hat mal Trump supportet oder so, der kennt wirklich jeden von denen, aber der kann dann trotzdem auch, ich weiß nicht, ob Hulk Hogan, der hat ja ein bisschen übertrieben, ne? Aber ich glaube, er kann, war das. Ich glaube, AJ Styles und Chris Jericho sind, glaube ich, auch irgendwie so Weirdos. Aber da konnte er trotzdem das mitgucken und sagen, na, aber Wrestling macht er ganz gut. Ne, der kann schon einen geilen Salto auf den anderen Typen drauf machen. Also Wrestling ist halt auch super cool. Ja, aber Skateboard doch auch. Ja, leider. Na gut, also vielleicht könnte der Typ denn, wenn der in einem halben Jahr sagt, sorry, ich habe mich da vergaloppiert. Matt Walsh ist eigentlich doch ein Trottel. Ich skate jetzt wieder einmal nur. Willst du dann sagen, es ist ja nicht nur Matt Walsh. Der hat sich zum Beispiel auch mit dem Typen getroffen, der bei diesem Sturm aufs Kapitol dieses Pult geklaut hat. Also das war auch so absurd, wie dieser Typ da mit dieser Säule rumrennt. Ja, und es ist halt so ein Cocktail, der hängt halt nur noch mit diesen Leuten rum und muss sich halt nicht unterstützen, sag ich mal. Ich habe von Channel 5 auch ein Interview gesehen mit diesem Kuh-Schamanen, der angemalt hat mit dem Ding. Und der saß im Knast und hat gesagt, ich war fest davon überzeugt, und Tag später ruft Trump an und sagt, der Mann darf wieder raus. Dann hat er es halt nicht gemacht. Der war ganz schön enttäuscht jedenfalls, dass der dann weiter im Knast sitzen muss. So, wo du gerade kleine Nachtmusik gesagt hast. Ja. Song der Woche würde ich sagen, wir kennen uns gut genug, wir sind so gute Freunde, dass ich sagen kann, du machst Kari Kari Schmetterling in die Playlist. Ja, doch. Was mache ich da rein? Also Tino macht das, weil ich da, glaube ich, gar keinen Zugriff habe, aber Tino, du machst das. Was du reinmachst, das würde ich dir überlassen. Ja, oder was heißt, hab ich dir einen Song gezeigt die Woche, dann nimmst du den. Na, hier von Gizzard, Lizard, Wizard, Pizzard. Und zwar Rattlesnake. Das ist gut. Ja. Rattle, Hammer, die also, war. Also Tino, findest du Gizzard, Lizard, Wizard, Pizzard? Hat alles mit Tieren zu tun, ist geil, oder? Ja. Ist ein Lizard, Wizard, eine Rattlesnake und ein Schmetterling. True. Musik mit Tieren. Dann haben wir doch hier noch ein uplifting Ende gehabt. Tiere sind gut. Die bauen keine Pager mit Explosionsgefahr. Okay, Leute, dann höre ich gerade Musik. Es ist zwar nicht Rattlesnake, aber es ist trotzdem ein Song, ne? Ist doof, wenn ich das Geräusch mache und nee, dann ach, das macht doch Tino aufdauernd. Ja. So. Normal. Gut. Okay, dann muss ja nämlich synchron sein. Dann wascht euch, Leute.
Ja, ihr seid ekelhaft. Ihr seid bestimmt voller Mikroplastikhandtaschen am ganzen Körper. Ist so. Stell dir mal vor, du guckst an dir runter und findest in deinem Brusthaken diese Mikroplastikhandtasche.